Warum Tippgeber und Multiplikatoren für dich als Immobilienmakler alles entscheidend sind. In diesem Video werde ich jetzt ganz genau erklären, wo der Unterschied überhaupt zwischen einem Tippgeber und einem Multiplikator ist. Und vor allen Dingen, warum das für dich als Immobilienmakler so wichtig und so entscheidend ist. Denn eine Sache steht fest. Die meisten Immobilienmakler betreiben dieses Thema semiprofessionell oder gar nicht oder ja, einfach wirklich nur sporadisch. Und das ist ein ganz großer Fehler. Hier möchte ich dir eine kleine Story erzählen. Einer meiner Kunden, Burak, der hat einen einzigen Tippgeber, nämlich eine Nachlassverwalterin. Und über diesen Kontakt hat er alleine im letzten Jahr 10 Immobilien verkaufen können, beziehungsweise im Auftrag, und jetzt die letzten sind in der Abwicklung. Und das alleine zeigt schon, dass das sehr, sehr cool ist. Ein anderer Kunde von mir hat circa ein Jahresumsatz von 1,3 Millionen. Und als ich ihn fragte, wie sich denn dieser Umsatz aufteilt, sagte er mir, dass ein Teil über die Webseite kommt, circa 30%, ein anderer Teil über Empfehlungen und circa 30% über Tippgeber bzw. Multiplikatoren. Bei 30% sind wir hier bei über 300.000 Euro Provisionen alleine über Multiplikatoren. Und als ich bei ihm mal ein Seminar gemacht habe oder beziehungsweise einen Workshop geleitet habe, da habe ich sogar gemerkt, wie Leute oder beziehungsweise ich habe es live erlebt, wie Leute angerufen haben, also Multiplikatoren von ihm, und ihm konkret gesagt haben, hier, ich habe wieder ein Objekt, ich habe wieder ein Objekt. Und das waren alleine an diesem einen Tag 3 neue Objekte nur durch Multiplikatoren. Also eine Sache steht definitiv fest, die Wichtigkeit von Multiplikatoren ist einfach enorm. Und noch ein wichtiges Thema bei dem Thema Multiplikatoren ist, dass es Menschen sind, die für dich die Fahne hochhalten. Stell dir mal Folgendes vor, und zwar, du hast 2 Möglichkeiten. Entweder du kannst mit dem Spaten versuchen, immer wieder neue Kunden auszugraben. Weil eigentlich ist es genau das, was die meisten Makler tun. Sie laufen mit einem Spaten wie so eine Art Bauarbeiter durch die Gegend und versuchen immer wieder irgendwo einen neuen Kunden auszugraben. Wir wollen den Bauarbeiter natürlich nicht abwerten, aber schlau wäre doch, wenn du diese Variante hier nutzen würdest. Nämlich stell dir mal vor, du wärst Plantagenbesitzer. Zum Beispiel eine große Obstplantage von, sagen wir mal, Äpfeln. Und du hast eine Apfelplantage und du kannst jedes Jahr im Herbst, weil du ganz, ganz, ganz viele Bäume hast, und jedes Jahr wie von ganz alleine die Äpfel auf diesen Bäumen wachsen. Und du brauchst eigentlich nur eins. Du brauchst nur einmal im Jahr die Äpfel zu pflücken. Also, was willst du sein? Bauarbeiter mit dem Spaten in der Hand, oder willst du Plantagenbesitzer sein, der einfach nur noch die Äpfel pflückt? Und du hast es sogar noch leichter, dass in den meisten oder häufig sogar die Äpfel wie von alleine vom Baum herunterfallen. Das sind die sogenannten Low-Hanging Fruits, wo du noch nicht mal mehr pflücken musst, sondern einfach plups, dann fallen sie auf den Boden. Und genau das ist ein gravierender Punkt. Jetzt kurz zur Definition. Was ist überhaupt der Unterschied zwischen einem Tippgeber und einem Multiplikator? Ein Tippgeber ist eine Privatperson. Ganz wichtig. Ein Tippgeber ist eine Privatperson, die einfach unterwegs ist, Freunden und Bekannten von dir erzählt. Das kann ein Interessent, ein Kaufinteressent sein, das kann ein Verkäufer sein, das kann ein Käufer sein, der bei dir eben schon mal 1 oder 2 Immobilien erworben hat, der einfach weiß, wie gut du arbeitest. Und diesem Menschen kannst du einen Austausch anbieten, entweder eine Tippgeberprovision. In den meisten Fällen ist es aber sogar so, wenn du wirklich gut bist. Und ich meine gut, ich meine nicht Standard, ich meine nicht das tust, was alle anderen tun, nämlich einfach nur durchschnittliche Leistung abzuliefern, sondern die Menschen überzeugst. Und wenn du auch obendrauf noch ein Mensch bist, der wie so eine Art Meinungsführer ist, oder ein Mensch bist, der
gerne von anderen gefragt wird und Rat geben kann, also der kompetent ist, der viel Wissen hat, ja, wo Menschen gerne zu dir kommen und dich um Rat fragen, dann hast du natürlich nochmal einen weiteren entscheidenden Vorteil. Deshalb meine Aufforderung an dich, wenn du es nicht schon bist, dann werde kompetenter. Sorge dafür, dass du einfach wirklich viel angewandtes Wissen hast und für deine Leute, also für deine Tippgeber, für deine Kunden und Interessenten attraktiv bist. Weil je attraktiver du bist, umso mehr werden die Leute dich um Rat bitten und natürlich auch fragen. Was du auf keinen Fall sein darfst, ist ein Clown, nämlich jemanden, den man nicht wirklich ernst nimmt. Und leider Gottes ist es so, dass in der Immobilienbranche natürlich auch viele Clowns rumlaufen. Clowns, die man wirklich nicht ernst nehmen kann oder die halt grundsätzlich nicht ernst genommen werden. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn man eben nicht ernst genommen wird. Du musst nicht von allen geliebt oder gemocht werden. Auch das kann nicht das Ziel sein. Denn wichtig ist, dass du in deiner Zielgruppe begehrt bist und attraktiv bist. Also ein Tippgeber ist ein Mensch, ganz normale Privatperson, die dich weitertippt, weiterempfiehlt. Entweder mit Austausch Geld oder mit anderen attraktiven, ich nenne das mal Prämien, die du sozusagen den Leuten zur Verfügung stellen kannst, ja, indem du vielleicht für sie etwas tust, ja, ihnen auf einer anderen Art und Weise hilfst und sie eben sich auch bei dir sozusagen ein Ticket sichern wollen, dass du ihnen wiederum was Gutes tust, ja. Und Menschen, die von dir überzeugt sind, und das musst du wirklich wissen und auch verinnerlichen. Menschen, die von dir überzeugt sind, wollen nicht immer Geld haben. Denn eine Sache ist wichtig, gerade bei Tippgebern. Hey, lieber Tippgeber, was ist dir wichtiger? Ist dir die Qualität wichtig, dass du, wenn du einen Menschen weiterempfiehlst an einen guten Freund, dass dieser gute Freund wirklich Qualität bekommt, eine qualitativ hochwertige Dienstleistung? Oder ist es dir wichtig, dass du Geld bekommst und dir egal ist, was der andere geliefert bekommt? Und genau da kommt schon ein springender Punkt, nämlich den meisten Menschen ist es viel wichtiger, dass der Freund sie nachher anruft oder anspricht und sagt, Mensch, das war ein richtig cooler Tipp, den ich von dir bekommen habe. 1A vom anderen Stern, immer wieder gerne, vielen, vielen Dank dafür. Oder aber, wo Menschen Angst vorhaben, ist, dass sie jemand anruft und sagt, was war das denn für ein Holzkopf, den du mir da empfohlen hast? Oder, ne, nimm es mal auf der Ebene Privatleben, welches Kackhotel hast du mir denn da empfohlen? Oder das Restaurant war aber Käse und so weiter. Und dann geht die Rechtfertigung los, die Entschuldigung los und ja, ich fand's gut, wenn du es nicht gut, bla bla bla. Also versteht ihr, Qualität ist hier wichtiger als Geld. Okay, also das ist der Tippgeber. Und davon kannst du dir ohne Ende Leute aufbauen, / Empfehlungsgeber, also Menschen, die über dich sprechen. Das können Kaufinteressenten sein, das können Käufer sein, das können Verkäufer sein. Ja, und wenn du dir mal überlegst, wenn du nur, und damit bist du schon in der Amateurliga, nur 12 Immobilien im Jahr verkaufst und du hast 12 Verkäufer und 12 Käufer, dann sind das schon 24 Personen. Plus, wir rechnen noch mal hinzu, dass du pro Immobilie 20 Anfragen bekommen hast. Dann reden wir hier von 24 mal 2, eine Null hinten dran, von 480 Kontakten plus Verkäufer und Käufer. Hey, was für ein Potenzial, da etwas rauszuholen. Und die meisten scheitern an einer einzigen Sache. Sie sitzen auf dem Geschäft, sie sitzen förmlich auf dem Geschäft drauf, aber sie tun es nicht. Sie ordnen und sortieren lieber die Arbeit von links nach rechts und von rechts nach links, beschäftigen sich mit Arbeiten, die ihnen keinen Umsatz bringen, die ihnen keine neuen Aufträge bringen, die ihnen keine neuen Leads bringen, anstatt das zu tun, was wirklich wichtig ist. Zweiter Punkt.
Was ist ein Multiplikator? Ein Multiplikator ist eine Geschäftsperson. Ein Mensch, der über die Zielgruppe verfügt, die für dich wichtig ist. Das können sein zum Beispiel ein Erbrechtler, ein Scheidungsanwalt, ein Steuerberater und so weiter und so fort. Und auch hier, diese Menschen setzen auch lieber auf Qualität. Und die meisten, ja, wenn wir davon ausgehen, dass 80% der Immobilienmakler da draußen auf gut Deutsch gesagt keinen guten Job, also eher auf der Amateurebene agieren und nicht auf der Champions League-Ebene agieren, dann kannst du auch davon ausgehen, dass diese Leute, also sprich diese Multiplikatoren, zu 80% irgendeinen Makler haben, der nicht wirklich richtig gut ist. Und jetzt ist der Rest nur noch Fleißarbeit. Und da gibt es ganz bestimmte Vorgehensweise und eine ganz bestimmte Strategie, die du anwenden musst, damit du auch hier die richtigen Leute findest. Hier ein paar kleine Hinweise. Erstens, such dir immer Menschen, die sozusagen Meinungsführer sind. Das ist sehr wichtig. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, such dir Menschen, die gut kommunizieren können. Deshalb schau genau hin, schau bitte ganz genau hin, was ist das für eine Person? Denn ein Steuerberater, der ein Buchhaltertyp ist, der wird in der Regel auch eher so Buchhalterkunden, also eher so einfachere Kunden anziehen. Weil die Unternehmersteuerberater, die haben viele Kunden, die haben mehr Kunden, und ein Buchhalter, Steuerberater, der hat zwar vielleicht genug zum Leben und der ist vielleicht auch erfolgreich, aber der hat eher eine kleinere Klientel und mehr schafft er auch gar nicht. Das ist nicht der richtige Partner für dich, nicht der richtige Multiplikator, weil der am Ende des Tages dich nicht weiterempfiehlt, weil er nicht kommunizieren kann, weil er kein guter Kommunikator ist. Also du brauchst die Unternehmertypen, die brauchst du, die sind wichtig. Diese Unternehmertypen, die empfehlen dich weiter und die wissen vor allen Dingen auch zu schätzen, dass du qualitativ hochwertige Leistung bringst. Und denen ist Qualität wichtiger als Geld. Die wollen nämlich vor allen Dingen, dass sie keinen Beef mit ihren Kunden haben, sondern auch die wollen natürlich, dass ihre Kunden sie anrufen und sagen, Mensch, super cool, das war ein toller Tipp, vielen Dank. Und das ganz Wichtige ist bei diesen Meinungsführern, also bei diesen Multiplikatoren, sowie als auch auf der Tippgeberebene, dass diese Leute in der Lage sind, den Leuten, also sprich ihren Kunden wiederum zu sagen, hey, Sie wollen Ihre Immobilie verkaufen, ich habe einen super guten Tipp für Sie und der wird das für Sie machen. Ja, das heißt, der wird nicht fragen, wollen Sie das, sondern der wird das für Sie erledigen. Ja, das heißt, der hat das schon verkauft und wenn der dich empfiehlt, dann ist der Auftrag im Sack und dann kannst du ihm noch ein bisschen ein paar Sprüche, also ein paar Sätze, so Schlüsselsätze an die Hand geben, wie eben zum Beispiel, dass der seinen Kunden direkt sagen soll, pass auf, eine Sache ist ganz wichtig, wenn der ihnen sagt, der Preis ist der richtige Kaufpreis, dann machen sie das genau so, wie der das sagt, weil der weiß, was richtig ist und der weiß vor allen Dingen, was falsch ist. Und der zeigt ihnen die richtige Strategie, dass ihre Immobilie zu einem sehr guten Preis und vor allen Dingen äußerst professionell abgewickelt wird. Ja, also das nur mal so als Grundlage. Wer also als Immobilienmakler, jetzt nehmen wir nochmal diese beiden Beispiele, wo jemand 30% Umsatz über Multiplikatoren macht oder der andere 10 Objekte verkauft hat und das ist sein erstes Geschäftsjahr gewesen, dann frage ich ganz einfach eine Sache. Warum hast du nicht mehr davon? Weil, wenn du 30% Geschäft machst und jetzt kommt der Knaller mit 3 Multiplikatoren, dann frage ich mich, warum hast du nicht 9? Oder warum hast du nicht 10, 11, 12 solcher Multiplikatoren? Und warum hast du nicht jeden deiner Kaufinteressenten und jeden Käufer und Verkäufer genau auf diesen Punkt draufgesetzt, dass er aktiv draußen für dich die Fahne hochhält, damit du dir eine Plantage aufbaust. Ich hoffe, dieses Thema ist für dich ein bisschen klarer rübergekommen und glaube mir eins, ja, man könnte sagen, das sind jetzt Basics, aber ich sage dir eins, wenn diese Grundlage gemacht werden würde, dann hätten wir draußen in der Maklerschaft deutlich weniger Jammerei,
Punkt Nummer 1. Und wir hätten einen deutlich höheren durchschnittlichen Umsatz pro Immobilienmakler pro Kopf in Deutschland, der nämlich sage und schreibe bei irgendwo 80.000 Euro Umsatz liegt. Und das heißt nichts anderes, als dass die meisten Makler da draußen nicht wirklich Geld verdienen. Also das ist ein Weg, wie du richtig Geld verdienen kannst, dein Unternehmen vor allen Dingen auf ein neues Level bringen kannst und wie du dir in der Objektakquise innerhalb der Objektakquise wieder ein kleines, schönes Fließband aufbauen kannst. Und wenn du da draußen wissen willst, wie das jetzt im Detail funktioniert, nämlich es geht nicht nur darum, was man macht, sondern wie man es macht. Das Wie ist alles entscheidend. Wie sind die Gespräche zu führen? Wie gehe ich strategisch genau vor? Und wie laufen die Details ab? Welche Multiplikatoren sind wirklich interessant? Wie komme ich an die Tippgeber ran und wie kann ich vor allen Dingen daraus mir ein richtiges, cooles Geschäftsmodell aufbauen, dann bist du bei mir genau richtig und dann solltest du jetzt hier unter diesem Video auf jeden Fall dein kostenfreies Erstgespräch buchen und vor allen Dingen, damit du kein Video mehr verpasst, solltest du unbedingt diesen Kanal hier abonnieren, einen Kommentar dalassen und mir auf den sozialen Medien wie TikTok, Facebook und Instagram folgen. In diesem Sinne wünsche ich dir von ganzem Herzen alles Gute, viel Erfolg bei deinem Business und wie gesagt, komm hier auf den Kanal, hier kriegst du die coolen Hacks und vor allen Dingen aus der Praxis für die Praxis. In diesem Sinne, alles Gute.